Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung von mir, von eurem Ducky. Nämlich ist es nichts anderes als das TT40, diese schöne Raupe hier, für die Forst oder aber für kleinere Hofarbeiten. Man kann damit ja, wie ihr seht, Fronthydraulik und da kann man auch einige Sachen hochheben und wegpacken. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wo wir das Ding finden. Nämlich unter der Kategorie Forstgeräte und es ist nicht die TT40, sondern der TT4. Keine Ahnung, wie ich die 0 dahinter zaubern konnte. Also, TT4. Kostet stolze 29.000 Euro und nur 8 Euro Unterhalt am Tag. Das ist so gut wie gar nichts. Kann man machen. Und ich verspreche euch, es ist wirklich eine geile Sache. Also, Anhängekupplung haben wir Standard oder die Fronthydraulik. Mit Fronthydraulik 300 Euro mehr. Sonst ändert sich nichts. Das Ding hat 110 PS, 135 Liter dabei, 20 km/h Spitze, 15 Euro Unterhalt. Nichts. Das ist wirklich nichts. So, dann haben wir hier das Ottwal, also das Schild vorne. Ihr könnt damit Silage schieben. Alles, wie ihr hier sehen könnt. Bei mir ist das dementsprechend Schnee, Kalk, Schweinefutter, was ich, allen möglichen Kram halt. So, das Teil kostet 700 Euro. Und 5 Euro Unterhalt am Tag, zusammen mit der Maschine, macht das 20 Euro Unterhalt am Tag. Das ist so gut wie gar nichts. Und wenn man beides zusammenkauft, 29.700, kann sich jeder leisten. Ist auch eine hervorragende Möglichkeit, die Silagehaufen zu verdichten, zu verteilen, wenn es billig und dafür effizient sein soll. Wie gesagt, das Fahrzeug eignet sich hervorragend zum Verdichten und zum Silageschieben, aber es ist für die Forst und wir gucken es uns genauer an. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wie ihr seht, zwei verschiedene Ausführungen. Einmal hier die Standardausführung ohne den Frontkraftheber, also diese Fronthydraulik. Und einmal mit. Und da haben wir hier auch an der Seite so eine kleine Möglichkeit, um einen Hänger dran zu machen. Und hier haben wir das Schiebeschild. Nicht spektakuläres. Hier, das hier, hier haben wir nochmal einen Zugmaul hinten für Hänger. Das hier ist die kleine schöne Rampe und wir sehen hier, eine Seilwinde. Und wisst ihr was? Die Seilwinde funktioniert tatsächlich. Jo, von außen ein sehr geiler Look. Wirklich ein richtig geiler Look. Wir haben hier auch einen schönen Schutz, falls uns mal ein oder andere Äste aufs Dach krachen sollten. Und gucken wir uns auch mal genauer an, was kann denn die Mühle überhaupt? Wir haben Abblendlicht, ganz normal Abblendlicht vorne. Seht ihr ja, zack, an und wieder aus. Und dann haben wir natürlich hinten Arbeitsscheinwerfer, falls man mal in der Nacht was bewegen will, falls man in der Nacht ein bisschen rücken will. Arbeitsscheinwerfer sind auch nicht weiß, sondern so leicht gelblich. Gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal das Schild vorne dran und dann fahren wir mal hin, ein Bäumchen fällen. Ja, da wären wir auch schon. Wir wollen hier einen Baum wegnehmen, nämlich genau den, wo wir jetzt da so schön rückwärts dran stehen. Wir können mit der linken Maustaste übrigens das Schild heben und senken, wie ihr es halt gewohnt seid von den Schiebeschildern. Und mit der rechten Maustaste können wir hinten die Rampe einmal nach unten fahren und einmal wieder hoch. In unserem Fall fahren wir die mal so runter, das reicht. Und Kettensäge habe ich schon mal vorbereitet.
Dann wollen wir hier den Baum weg orgeln. Warte. So. Ja, da fällt uns doch der Baum doch glattweg auf die Birne. Oder hier dementsprechend auf das Fahrzeug, was aber nichts macht. Wir haben hier einen Schutz auf dem Dach. Jetzt müssen wir nur das Fahrzeug ein bisschen umstellen. So. Wie wir sehen, Baum, Fahrzeug, Fahrzeug, Baum. Schön, dass ihr euch kennenlernt. Wir haben, wenn ihr mal oben links in dem Hilfefenster schaut, eine Seilwindenreichweite von 56 Metern. Wir laufen mal die 56 Meter, mal gucken, wie weit das dementsprechend ist. Und wir sind angekommen. Soweit, bis hierhin könnten wir doch eigentlich... So, nun fall schon um hier. Was? Warum? Fall um jetzt. Ich befehle es dir. So, wie ihr seht, wir sind jetzt hier ein ganzes Stück von dem Fahrzeug da vorne weg und wir könnten jetzt hier mit der Taste B das Seil anhängen. Ist das nicht geil? Eine richtig geile Reichweite. Und wir sehen auch, das Seil ist richtig schön von da vorne, von dem Fahrzeug, einmal hier so lang gespannt. Ja, aber das machen wir natürlich nicht, das würde nicht funktionieren. Der Baum liegt da oben schräg und da unten laufen Leute rum, die kriegen ja noch einen Ast vor die Ömme. Muss nicht sein. Also, wir können nicht nur diesen Baum abschleppen oder wegziehen, sondern den hier auch. Und den nicht nur hier unten am Stamm, wo sich das hier so schön mit der Kette drum legt, nein. Sondern natürlich auch hier oder hier. Und wie ihr seht, wenn wir das so machen, spannt sich die Kette tatsächlich einmal um die gesamte Gabel rum. Brauchen wir eigentlich nur noch einsteigen. So, wir steigen mal ein. Starten mal die Karre und dann fahren wir mal vorwärts. Geil, oder? Wollen wir doch mal wieder hier lösen. Und dann fahren wir doch dazu mal da vorne zu dem Baum hin, der ja nicht so gelungen ist. So, stellen wir uns hier hin. Stellen wir uns doch tatsächlich mal hier hin. Dann gehen wir hier lang. Am besten hier so hinter einen Ast, damit die noch schön Halt hat. Und dann können wir schon anfangen zu winschen, also zu ziehen. Sieht auch sehr gut aus, wie das alles schön unter Spannung sitzt. Ja, ich weiß es natürlich nicht. Ja, die Maschine muss dafür an sein, oder? Ja. Ja, die Maschine muss laufen dafür. Wir schalten das mit der Taste B ein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zu hören bin, aber wir schalten es mit der Taste B ein, schauen nach hinten. Und dann können wir mit der Taste Y die Winde betätigen. Und wir sehen, der Baum wird angezogen. Wir können natürlich auch die Winde betätigen, wenn wir daneben stehen. Wir brauchen nicht im Fahrzeug sitzen. Und zwar, passt mal auf,
einmal langsam mit der Taste Y und natürlich auch schnell, wenn wir Umschalt gedrückt halten, dann haut er den Turbo rein, seht ihr. So, jetzt setzen wir einmal um, einmal hier. Ja, also ich persönlich finde, das ist ein richtig geiles Ding und ich freue mich schon sehr darauf, wenn ich endlich mal meine Felder bestellt habe, wenn die Saatgut ausgebracht ist und die Felder versorgt sind, freue ich mich schon darauf, endlich mal im Forst tätig zu werden. Ich hoffe tausendmal besser als im LS15, da war das ja so ein, ja, es war ein neues Feature und naja, es hat Spaß gemacht, aber einfach nicht so richtig. Und hiermit, ich finde, mit solchen Sachen, alleine wenn man die Kette anbringt, hier, seht ihr das? Wirklich toll. Super Sache. Gefällt mir sehr gut. Download-Link von diesem Teil werde ich mit unten in die Videobeschreibung packen. Also bitte einmal sorgfältig durchlesen. Naja, was heißt sorgfältig? Ihr werdet ja sehen, den Download findest du hier. Darum, viel Spaß damit. Wenn euch das gefallen hat, lasst bitte Däumchen nach oben da. Erzählt es euren Freunden. Lasst zwei Däumchen nach oben da. Empfiehlt das Video weiter, empfiehlt mich weiter. Es kommen nicht nur LS17 Mod-Vorstellungen oder Let's Plays von der Hofbergmann raus, sondern auch andere Videos wie Lost Region und. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Es sind auch einige Livestreams, die mal spontan sind oder angekündigt, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ja, ist doch gut. Ja, fein. So, also wie gesagt, viel Spaß damit. Abonnieren nicht vergessen. Däumchen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Darky.